Liebe Zuschauer zu Hause in dem Saal und an den Bildschirmen, Sie haben sicherlich von dem tragischen Jagdunfall im Farnstädter Reinholz gehört. Uns ist es gelungen, durch umfangreiche Recherchen an bisher unbekanntes Material zu kommen und diese Story für Sie realistisch nachzustellen. Der Freund der Flur und der Natur, Peter Platschus, ist heute der Sieger unserer diesjährigen Treibjagd. Dazu meinen herzlichen Glückwunsch und hier nochmal das Bild seiner erfolgreichen Jagd, wie es sich gehört, aufgebahrt auf einer Wildstrecke.